Ganz wichtige Info, bevor das Video hier beginnt. Unser letztes BOTW Multiplayer Video, die Hide-and-Seek-Runde, wurde von Nintendo persönlich gesperrt. Wir haben wohl keinen Spaß daran, dass wir diesen Multiplayer spielen. Wir lassen uns davon aber nicht aufhalten. Was ich damit aber sagen will, ist, vermutlich wird dieses Video in roundabout 1 bis 2 Tagen schon wieder gesperrt sein. Das heißt, schaut euch das Video auf jeden Fall schnell an und ein Like für Support wäre super. Und ich kann euch nur empfehlen, abonniert den Kanal, wenn ihr zukünftige BOTW Multiplayer Videos noch sehen wollt, weil, wie gesagt, die Videos werden vermutlich nach 2 Tagen, vielleicht sogar nach 1 Tag, vielleicht ist das Ding auch schon nach 6 Stunden weg, bereits gesperrt. Das heißt, die beste Chance, diese Videos zu sehen, habt ihr, wenn ihr die Videos direkt in eure Abo-Box bekommt. Viel Spaß! Es geht los in 3, 2, 1, let's go! Der Anfang war eigentlich noch recht entspannt. Ich habe von den Jägern einen kleinen Vorsprung bekommen und da man am Anfang sowieso noch nicht viel tun kann, bin ich natürlich direkt zum Turm gelaufen und habe diesen aktiviert. Hier habe ich dann auch schon gleich meinen ersten Tod bekommen, weil ich dann den Fall Damage Cancel Trick machen wollte, aber kein Schild hatte und deswegen einfach auf dem Boden aufgeklatscht bin und es einfach nur gemacht hat. Aber nicht so schlimm, ich hatte ja noch keine Ausrüstung, die ich groß verlieren konnte. Dementsprechend bin ich direkt zum Magnetschrein gelaufen. So. Sind die hinter mir? Ah, ich werde von einem verfolgt. Ich werde von einem verfolgt. Okay, das... Ja, das Ding ist, ich komme halt noch nicht weg, ne? Also, mein Ziel... Also, das Beste wäre es ja irgendwie, wenn ich, sag ich mal, irgendwie aus deren Sichtfeld gelange, ne? Also, wenn ich irgendwie weg von denen komme, dass sie nicht mehr wissen, wo ich bin. Es war mir aber, to be honest, ein bisschen suspekt, dass ich irgendwie nicht angegriffen wurde. Ich habe dann aber auch recht schnell realisiert, warum. Weil die Jäger sind direkt zum Bombenschrein gelaufen und haben sich hier das Bombenmodul geholt, weil sie damit eine deutlich bessere Chance hatten, mich anzugreifen. Windbomben darf man, oder? Ja, ja. Das, denke ich, sollte kein Problem sein. Das würde er, denke ich, auch machen. Da ist er. Mein Gott, okay, doch. Ich bin gerade... Also, oh mein Gott, ich bin gestorben. Ich habe komme vergessen, dass wir noch gar kein Parasegel haben. Sehr gut, okay, weiter so. Und genau mit diesen Bomben habe ich dann im Magnetschrein auch schon Erfahrung gemacht. Es gab schon das erste Aufeinandertreffen von einem Jäger und mir. Die Gauner, ne? LOL, ich bin explodiert. Warte mal. Wir haben das Bombenmodul schon. Bitte, was? Oh, Justin verfolgt mich. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, mein Gott, die werfen mit Bomben auf mich. Ah! Scheiße. Die haben sich das Bombenmodul geholt, um mich mit Bomben anzugreifen. Der Bombenschrein war absolut geschenkt für mich. Hier bin ich absolut problemlos durchgekommen und wollte mich dann aufs Schneegebiet vorbereiten und habe das Kochen verkackt und hatte dementsprechend kein Essen, welches mich gegen die Kälte schützt. Absolut dumm. Sehr... Was? Warum ist das... Okay, warum wärmt mich der Scheiß nicht? Was habe ich falsch gemacht? Auf dem Weg zum Stasis-Schrein wurde ich dann auch bereits erwartet. Auf der anderen Seite der Schlucht stand jemand, der mit allen Mitteln versucht hat, zu verhindern, dass ich zum Stasis-Schrein komme. What? Wow! Was für Schweine! Deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme den Umweg, ich laufe Richtung Eisschrein und habe dann hier direkt meinen nächsten Tod eingesammelt, weil mich einfach die Kälte umgebracht hat und ich nicht genug zu essen dabei hatte. War einfach wirklich schlechte Vorbereitung von mir. Ich wollte mich dann erfolgreich in den Eisschrein reinsneaken. Leider wurde ich dann da schon erwartet und mit einem crazy Schwung von einem Krogfächer wurde ich dann ins Eiswasser geschleudert und habe direkt meinen nächsten Tod kassiert. Also wirklich Props an die Jäger hier. Denn du Wichser! No! No way! Im nächsten Versuch konnte ich mich dann aber erfolgreich reinsneaken, wurde dann aber auch drinnen bereits erwartet, denn ich musste mir ja hier eine Eissäule erschaffen, um weiterzukommen und das dauert leider ein bisschen und hier habe ich dann gleich meinen vierten Tod kassiert. Ne, ich habe kein Schild mehr, dadurch kann ich keinen Schildjump machen, du Wichser! Nein! 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 Oh, das ist... Das, no. Oh, das ist so ärgerlich! Nein! No. Mann, ey! Im zweiten Anlauf hat es dann aber besser geklappt. Ich konnte mich durch den Tumult durchboxen und habe dann auch das dritte von 4 Modulen bekommen, welches ich gebraucht habe und musste nun also nur noch Richtung Stasis-Schrein laufen. Auf dem Weg dahin bin ich mal wieder erfroren, weil ich nicht genügend zu essen dabei hatte. Wir kennen das Spielchen mittlerweile. Und dann erreichte ich meinen ersten Zwischenboss, könnte man sagen. Der Stasis-Schrein war heavy. Denn im Stasis-Schrein selber erwartete man mich nach der Wippe am Anfang mit Bombenmodul und Krogfächer, wodurch ich keine Chance hatte, da irgendwie durchzukommen. Entweder bin ich gestorben oder ich wurde in den Abgrund geworfen und wieder am Anfang ausgesetzt. Es war eine Qual.
Bro. Wie einfach? Einfach so wie, ne? Das Problem ist, ich kann mir nicht mal eben so... Ach, jetzt ist noch einer. Ach, Bruder. Ja, jetzt habe ich verkackt. Also, ich weiß auch nicht, ob das möglich ist, aber naja, ich muss gehen. Wir müssen gehen. Ich bin fucking frustriert, aber das zeigt nur, dass die Challenge schwer ist. Aber nicht unmöglich. Und die Kirsche auf der Sahnetorte war noch, dass die Jäger nur zu zweit den Stasi-Schrein verteidigt haben, denn der dritte von ihnen hatte sich bereits an der Zitadelle der Zeit postiert, einfach nur um dort auf mich zu warten, sollte ich es irgendwie hinbekommen, das Stasis-Modul zu bekommen. Also, die haben das Ganze nicht mal zu dritt verteidigt, sondern einen Kollegen sogar schon an mein nächstes Ziel gestellt, damit ich auch ja nicht weiterkomme. Ganz schön fies. Ich musste mir also was überlegen. Ich bin aus dem Schrein rausgegangen und habe ein wenig nachgedacht. Wie kann ich diese fast schon unmöglich wirkende Aufgabe lösen? Ich bin also losmarschiert und habe mir wieder Proviant gesammelt. Ich habe mir viel Essen besorgt. Ich habe mir einen Bogen besorgt, damit ich Windbomben kann. Und jeder, der jetzt 1 und 1 zusammenzählt, weiß auch schon, worauf das rausläuft. Ich habe eine perfekte Windbomb benötigt. Im Stasi-Schrein nicht so einfach, weil hinter dem Ziel nochmal ein Abgrund ist. Das heißt, wenn man sich zu weit schießt, landet man auch im Abgrund. Und die Distanz in einer Windbomb zu kontrollieren, ist leider quasi unmöglich. Es musste also funktionieren. Let's go! Let's go! Let's go! Yes! Legt euch niemals mit dem Windbomb-Gott an! Nie wieder! Und mit den 4 Modulen in der Tasche kann mich jetzt ja nichts mehr aufhalten. Ich musste also nur noch auf die Zitadelle der Zeit und... Ja, es ist leider gar nicht so einfach, auf die Zitadelle der Zeit zu kommen. Denn die Leiter, die nach oben führt, ist natürlich bewacht mit einem Croc-Fächer von einem Jäger. Das heißt, die Leiter kann ich komplett vergessen. Und wenn ich irgendwo außen rumklettere, bin ich ultra langsam und die Jäger kriegen das 5-mal mit, bevor ich auf der Zitadelle der Zeit bin. Plus, dass sie jetzt zu dritt da oben stehen. Wie soll ich denn bitte jetzt an den Gleiter kommen? Ich hatte einen Plan. Es gibt den BLSS-Glitch. Den kann man an einer kleinen Stufe zünden und damit fliegt man quasi in einer geraden Linie quer über die Map. Ich habe mir also den Turm des großen Plateaus vorgenommen und wollte von dort mit einem BLSS-Glitch zur Zitadelle fliegen. Das Problem war, ich wurde bereits gespottet und ich habe mir eine unfassbar epische Verfolgungsjagd mit einem Jäger am Turm geliefert. Ich vor ihm habe immer Bomben platziert, um ihn irgendwie vom Turm runterzuschleudern, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe ihn nicht runtergeschleudert bekommen und kurz bevor ich oben auf dem Turm war... Oder ja, das war's mit mir, ne? Ja. Digga. Das ist zu krass. Auch dieser Plan wurde vereitelt. Ich habe also auf ein altbewährtes Mittel zurückgreifen müssen, die Windbomb. Ich lief in Richtung Schrein des Lebens, richtete mich Richtung Zitadelle der Zeit aus und feuerte mich wie ein Gottloser. Bruder, jetzt kommt die verzweifelste Windbomb meines Lebens. Ich bin da, Freunde. Ich bin da. Bro, die haben mich da drüben gesehen. Die haben mich nicht gesehen. Die haben mich nicht gesehen! Die haben mich nicht gesehen! Yeah! 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 Oh mein Gott! Yes! Ja, die haben mich nicht gesehen! Und so hatte ich das große Plateau geschafft und musste jetzt genügend Essen, Waffen und Rüstung sammeln, um Ganon am Ende zu besiegen. Ach ja, und übrigens, falls ihr auf so Nintendo Multiplayer Stuff steht, dann guckt doch mal heute Abend am 13. April in den Twitch-Stream ab 19 Uhr, denn da spielen wir Mario Odyssey Hide and Seek mit David Wick und Chimtex gegen französische Streamer. Das wird quasi ein internationales Battle, also guckt gerne rein, twitch.tv/ubtv. Und da es ab jetzt für die Jäger deutlich schwieriger wird, mich zu finden, weil die Welt einfach riesig groß ist, haben wir eine Regel eingefügt. Alle 5 Minuten musste ich einen Screenshot meiner aktuellen Position schicken, damit sie zumindest eine Chance hatten, mich zu finden. Mein erstes Ziel war der Süden. Denn hier gibt es im Dschungel die Maxi-Duriane und eine reicht davon, dass ich mich komplett voll heile, plus nochmal extra Herzen obendrauf bekomme. Wenn ich hier von 15 bis 20 Stück sammle, habe ich schon genug Essen für den kompletten Endboss-Fight. Die Jäger wussten das auch anhand meines ersten Screenshots und hatten hier die richtige Vermutung. Deshalb gab es auch ein kurzes Aufeinandertreffen im Dschungel. Oh Mann, jetzt Hübi war die zweite. Hübi ist bei mir. Hübi? Oh. Ja, Hübi. Direkt ja, neben dem okay. Turm auf dieser großen Plattform, wo die ganzen Durianen sind. Und dann wären es legit nur noch... Oh, Brot ist hier! Oh, Brot ist hier! Brot ist hier! Brot ist hier! Oh, wo kommt der denn her? Oh nein!
Ja, es war klar. Die wussten, dass ich hier bin, ne? Aber ich habe alles, was ich brauche. Ich habe sehr viele Duriane. Ist der hinter mir? Ist der hinter mir? Ja, er ist hinter mir. Ich habe Sport. Ich hab Sporteffekt. Ich bin schneller als er. Ich glaube, ich müsste ihn abgehängt haben. Aber ansonsten, aus einem kurzen Intermezzo, war der Dschungel relativ stressfrei und ich hatte schon nach kurzer Zeit genügend Essen im Inventar, um den Final Boss Fight zu schaffen. Da das Teleportieren für mich verboten war in dieser Challenge, musste ich also wieder Richtung Norden laufen und da führte kein Weg an der Hylia-Brücke vorbei. Hier habe ich sogar ganz kurz einen Jäger gesehen, er hat glücklicherweise nicht mich gesehen und ich habe dann die Sneak-Variante unten an der Brücke vorbeigenommen mit Hilfe des Eismoduls. Da habe ich mich schon ein bisschen geil gefühlt, muss ich zugeben. Oh, what? Der ist da. Oh mein Gott, der ist da vorne. Da vorne ist jemand, aber der hat mich nicht gesehen. Oh, shit. Okay, wir laufen hier unter der Brücke durch. Das Problem ist, ich komme nicht hoch, ne? Aber das ist auf jeden Fall die beste Art und Weise für mich, jetzt hier an der Brücke vorbeizukommen, ohne dass die mich oben sehen. Danach war die Rüstung mein nächstes Ziel und das war sehr entspannt. Ich habe mich für die Phantomrüstung entschieden, da sie mir gute Verteidigungswerte liefert, plus sehr, sehr gute Angriffswerte. Das ist das Schöne an der Rüstung. Und die drei Teile waren schnell eingesammelt. Den Helm findet man im Kolosseum. Die Schuhe findet man in einer Ruine in der Nähe vom Turm der Ebene, auch absolut stressfrei. Und die Rüstung selber ist dann auch noch mal am Brunnen vor Schloss Hyrule. Das ist also einfach eine kleine Linie, die ich problemlos laufen konnte. Und so hatte ich also schon genug Essen und eine passende Rüstung. Es lief zu gut. Ich brauchte also nur noch eine passende Menge Waffen. Und ich wollte den Final Boss Fight eigentlich mit dem Master Sword machen. Das Master Sword ist eigentlich super einfach zu bekommen mit Hilfe des Lagerfeuer-Glitches, welchen ich auch schon häufiger in meinen Randomizer-Runs nutze. Dementsprechend dachte ich mir, ein Schwert mit 60 Angriff, welches sich glaube ich sogar nochmal heilt, sobald man den Boss Fight betritt, damit ist quasi schon die Challenge vorbei. Ich machte mich also auf den Weg zu den verlorenen Wäldern. Das Problem war, ich musste regelmäßig Screenshots schicken, wo ich mich befinde. Und anhand dieser Screenshots wussten auch schon die Jäger, was mein Ziel war. Nein! 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 Bro! Die hatten den Schrein schon aktiviert. Die sind da schon in weiser Voraussicht hingegangen. Okay, ich lass mich raus teleportieren. Alle drei Jäger warteten bereits am Eingang und ich stand da, planlos. Ich konnte nicht an ihnen vorbeikommen. Ich wäre niemals in der Lage gewesen, den Lagerfeuerglitch auszuführen, wenn drei Jäger mich angreifen. Das Master Sword war für mich unmöglich zu erreichen. Zu meinem Übel wollte ich mich dann auch noch zurücksetzen im Nebel von den verlorenen Wäldern, wurde dann aber gefangen, flüchtete, konnte aus den verlorenen Wäldern kommen, ging zum Stall, der dort in der Nähe war, fing an zu kochen und mein Spiel stürzte ab. Und damit war mein Schicksal besiegelt. Nicht nur, dass ich nun kein Masterschwert hatte und die Jäger wussten, wo ich mich befinde, auch der ganze Koch-Progress, den ich gemacht hatte, war verloren. Ich hatte also keine Waffe, noch kein gekochtes Essen und die Jäger wussten ganz genau, wo ich mich befinde. Von da an entbrannte eine ehrenlose Verfolgungsjagd. Das Gute ist, an der Schreinfarbe erkenne ich immer, oh mein Gott, der ist hier gelandet! Der ist hier gelandet! Direkt ist einer neben mir! Oh nee! Oh mein... Okay, ich brauche jetzt irgendeinen Master-Move. Okay, ich kann die Ultra Wind Bomb of Doom zünden. Ah nein, das wird nichts. Ah, passt auf. Keine Ahnung, was schnallt. Hat das irgendwas gebracht? Scheiße, ich habe meine Ausdauer verloren. Nein, es hat nichts gebracht. Okay, fliegen. Ich muss irgendwie versuchen, übers Wasser zu kommen. Okay, oh mein Gott. Das dürfte mir Zeit verschaffen. Nein, ich bin im Wasser. Ich ertrinke. Aber ertrinken könnte mich wieder zurücksetzen. Bruder, ich bin wieder da. Ich bin weg. Ich bin einfach Houdini, Digga. Der weiß es gerade ganz knapp, ganz kurz nicht, wo ich bin. Freunde! Wir machen den Schuh! Ja! Uiuiui! Uiuiui! Lauf weiter in den Süden. Oh nein! Hä? Wie? Digga, wie? Real Talk? Wie? Wie hat der mich gefunden? Das ergibt ja... What? Hä? Digga, das ergibt gar keinen Sinn! Ich muss irgendwie wieder von denen wegkommen. Als ob das jetzt wieder nicht funktioniert hat. Okay. Wir müssen noch weiter weg, Freunde. Wir müssen noch weiter weg. Ja, er hat die Bombe gehört. True. Wir müssen uns jetzt einmal durch die Weltgeschichte bomben. Ich schicke den einfach jetzt einen Screenshot, weil der bringt denen nichts. Und dann habe ich mir wieder fünf Minuten Zeit erkauft. Also entweder predikten sie jetzt, dass ich zu dem Stall gehe. Nee, ich weiß nicht. Die wissen, glaube ich, nicht, dass mein Essen zurückgesetzt wurde. Ich glaube, die wissen... Oh mein Gott. Die haben den Schrein beim Stall aktiviert. Bro. Ein Bockblin.
Ein Bockblind hat mich gerade beendet. In diesem Moment verlor ich all meine Ausrüstung und damit auch meinen Bogen. Und der Bogen ist das Tool, welches man zum Windbomben braucht. Und das hatte ich verloren. Und jetzt stellt euch vor, ihr steht irgendwo in einer Ebene, mitten in Hyrule, ohne Waffen. Und ihr sollt jetzt irgendwo, während drei Jäger euch finden, einen Bogen herbekommen. Es war ein Desaster. Ich landete in Kakariko, ich landete bei den Zwillingsbergen, permanent die Jäger im Nacken und ich hatte kaum Ausrüstung. Mit Mühe und Not schaffte ich es dann für eine kurze Zeit, den Jägern zu entkommen, siedelte mich beim Stall beim Kolosseum nieder und kochte hier jetzt wirklich mein komplettes Essen. Ich hatte mich dazu entschieden, mir alle meine Waffen im Schloss zu sammeln. Es war aussichtslos, auf der Ebene jetzt noch irgendwo Waffen zu finden, permanent mit den Jägern im Nacken und mit den Screenshots, die ich schicken musste. Ich fand keine Ruhe. Als ich dann also am Schloss angekommen war, tötete mich ein Wächter. Und ich musste den gesamten Weg nochmal machen. Aber ich griff auf eine Waffe zurück, die ich schon am Anfang verwenden wollte, aber da nicht dazu kam. Ich machte einen BLSS vom Turm der Ebene direkt ins Schloss. Und hier sollte alles etwas einfacher werden. Denn jeder kennt die Karte vom Schloss, die ist nicht so präzise und man kann sich auch nicht an spezielle Punkte teleportieren. Das heißt, die Jäger hatten es viel schwerer auf mich aufzuholen, wenn ich mal irgendwie in den verwinkelten Ecken und Gängen von Schloss Hyrule verschwinden konnte. Es war tatsächlich einfacher als davor auf der großen Ebene. Relativ am Anfang beim Sammeln der Waffen gab es dann direkt nochmal einen Kontakt mit den Jägern. Beim Kampf gegen einen Moblin fielen auf einmal Bomben vom Himmel und ich wusste, Gott verdammt, ich bin jetzt schon wieder entdeckt worden. Aber mit Hilfe eines Luftstroms konnte ich dann flüchten, den die Jäger zu dem Zeitpunkt noch nicht aktiviert hatten. Ne? Und Stück für Stück farmte ich mir meine Waffen zusammen. Ich bin, glaube ich, wirklich 10 bis 15 Minuten planlos durchs Schloss gerannt, bis ich dann letztendlich das Schild im Studierzimmer des Königs gefunden hatte und bin daraufhin, nachdem ich noch einen kurzen Abbieger zur Spitze des Schlosses gemacht habe, wo 5 antike Pfeile auf mich gewartet haben, Stück für Stück Richtung Thronsaal vorgestoßen. Ich konnte mich dann relativ problemlos in den Kampf reinschleichen und von hier an hatten wir ausgemacht, ich habe einen Versuch, die 4 Flüche plus Ganon zu besiegen und die Jäger dürfen mich nicht mehr angreifen. Das heißt, alles oder nichts. Ich war wirklich unsicher. Ich war mir nicht sicher, ob meine Waffen reichen. Ich hatte wirklich Angst, dass einfach all meine Waffen kaputt gehen, bevor ich überhaupt alle Flüche besiegt hatte. Es sollte sich aber eine andere Sache als mein Problem herausstellen. Während ich den Wind-, Wasser- und Feuerfluch eigentlich weitestgehend problemlos erledigen konnte und ich auch merkte, wow, ich mache viel mehr Schaden als gedacht, ich schaffe es mit den Waffen, die ich hatte, kam dann der Donnerfluch. Und wir alle kennen den Donnerfluch. Er ist mit Abstand der schwerste Gegner im Spiel. Ich finde ihn auch deutlich schwerer als den Endboss. Er ist einfach wirklich sowas von overpowered im Vergleich zu den anderen Gegnern, auf die man im Breath of the Wild trifft. Es ist widerlich, aber ich war gut ausgerüstet. Ich hatte noch viel zu essen. Ich hatte meine antiken Pfeile. Ich hatte nur keine gescheite Einhandwaffe. Und das sollte sich als Problem herausstellen. Denn gerade in der zweiten Phase, in die wir ihn dann gebracht hatten, ne, fängt er ja an, mit elektrisierten Waffen super schnell rumzuwirbeln und sich einfach permanent an dich ran zu teleportieren und mich zu verprügeln. Und die einzige wirklich gute Chance, die man dabei hat, ist, wenn man jetzt nicht die perfekten Konter beherrscht, dass man seine Attacke mit einem Holzschild blockt und damit eine Einhandwaffe direkt auf ihn einschlägt, um sein Schild zu zerstören. Mit einer Zweihandwaffe geht das leider nicht, weil man mit einer Zweihandwaffe zu langsam angreift, um sein Schild zu brechen. Und das war schlimm. Nee, der kann das in Slow-Mo auch blocken. Warum hat er mich geone-shottet? Warum hat er mich geone-shottet? Oh, no! Oh, ich hätte dem Run so ein... Ich hätte dem Run so krass ein Happy End gegönnt. Oh, aber ey, ohne Scheiß. Das war, glaube ich, die krasseste Challenge, die ich je gespielt habe. Wirklich, es war dieses permanente Gefühl, verfolgt zu werden. Bro, ich habe noch nie so etwas Unangenehmes gespürt. Wirklich. Ich hatte die Challenge tatsächlich verloren, obwohl alles großartig aussah und wir uns alle ein Happy End für diese Challenge gewünscht hatten. Und an der Stelle wirklich nochmal ein riesiges GG an meine Jäger, die mir hier wirklich das Leben zur Hölle gemacht haben. Da ich nicht weiß, wie lange dieses Video online bleibt, vielleicht nur einen Tag, vielleicht auch 2 Tage, verlinke ich euch hier mal ein Mario Odyssey Video, denn das ist auf jeden Fall noch online und da haben wir auch den Online-Multiplayer gespielt. Danke an meine Kanalmember und vielleicht bis irgendwann mal in einem neuen
Hunter vs. Speedrunner Video.